Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von deinkaffeevollautomattest.de. Heute schauen wir uns eine oft beworbene Eigenschaft von Kapselmaschinen an, beziehungsweise von Kaffeekapselmaschinen, und zwar die sogenannte Aufheizzeit. Hier haben wir die Bosch Tassimo Vivi. Dieses Gerät haben wir aktuell im Test, deshalb habe ich es jetzt mal beispielhaft herangezogen. Und weil diese kleine Bosch Tassimo eine Eigenschaft hat, die sehr schön ist im Alltag. Und die ist eben, dass sie im Gegensatz zu den meisten auch viel teureren Kaffeekapselmaschinen keine Aufheizzeit hat. Was ist die Aufheizzeit bei einer Kaffeekapselmaschine? Nun, ganz einfach. Wenn ihr die Maschine jetzt so habt, ihr habt Wasser in den Wassertank aufgefüllt, dann macht ihr den Wassertank in die Maschine. Hier, ganz einfach bei der Bosch. So, dann schaltet ihr die Kaffeekapselmaschine an. Das geht hier bei der Tassimo an diesem Schalter. Und die ist sofort betriebsbereit. Das heißt, ihr könnt jetzt, ihr seht das hier, durchgehendes Leuchten. Ihr könnt jetzt sofort eine Kapsel oben einlegen und zubereiten. Ihr habt keine Wartezeiten. Ist natürlich morgens sehr angenehm. Ihr könnt sie auch wieder ausmachen. Dann verbraucht sie null Strom. Für umweltbewusste Leute auch gut, weil ihr könnt sie, wie gesagt, einschalten, sofort betriebsbereit, ausschalten. Kein Strom. Wenn ihr sie eingeschaltet habt, ihr legt jetzt die Kapsel ein. Das wäre jetzt hier beispielsweise, wie ihr seht, ein Kaffee Crema Classico. Ja, ich mache es jetzt nicht, weil ich jetzt keinen Kaffee Crema Classico trinken will. Runter, Kaffee zubereiten, auf, Kapsel raus, aus. Fertig. Ja? Ansonsten hat sie eine schöne Eigenschaft, die Bosch Tassimo Vivi, sie schaltet sofort nach dem Prüfvorgang in den Standby-Modus. Verbraucht dann auch wieder weniger Strom. Bei den von uns getesteten Kaffeekapselmaschinen ist die durchschnittliche Aufheizzeit bei 25 Sekunden. Wenn ihr morgens aufsteht, ihr geht vielleicht noch ins Bad, schaltet eure Maschine schon mal an, dann habt ihr die betriebsbereit, sobald ihr aus dem Bad rauskommt. Ansonsten eine Maschine kaufen, die keine Aufheizzeit hat. Das war's zur Aufheizzeit. Und falls ihr euch für aktuelle Testberichte der besten Kapselmaschinen und Kaffeevollautomaten am Markt interessiert, dann schaut einfach auf unserer Website vorbei auf www.deinkaffeevollautomattest.de. Danke und bis bald.